Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch ganz einfach Allergies duplizieren könnt. Dafür braucht ihr entweder eine MOC oder Terabyte. Die MOC oder Terabyte sollte dann auf jeden Fall ein persönliches Kennzeichen beinhalten, da sonst schmutzige Kopien sind. Dann solltet ihr auf jeden Fall noch mindestens einen normalen Allergy haben und einen Allergy Retro Custom. Wenn ihr das habt, dann steigt einfach mal in euren Allergy Retro Custom ein und fahrt einfach mal aus der Garage raus. Draußen angekommen müsst ihr jetzt einfach nur noch ein bisschen rumballern, so dass die Cops zu euch kommen. Ihr solltet aber in der Nähe des Fahrzeugs bleiben, das ist wirklich ganz wichtig, weil es sonst nicht beschlagnahmt wird. So, sind die Bullen dann angekommen, dann lasst euch einfach nur noch töten. Wie gesagt, euer Fahrzeug muss beschlagnahmt werden. So, wenn ihr dann wieder gespawnt seid, dann guckt einfach mal, wie weit ihr es bis zur Assistentin habt. Es gibt jetzt einen kleinen Timing-Part, und zwar müsst ihr dann entweder jetzt eure MOC oder Terabyte anfordern. Wenn ihr den angefordert habt, dann sofort Handy öffnen, dann auf die Assistentin drauf und X durchspammen. Die ganze Zeit X durchspammen, denn euer Fahrzeug muss jetzt geliefert werden, bevor die Terabyte kommt. So wie es jetzt bei mir der Fall ist, so ist es auf jeden Fall perfekt. Wenn ihr die angefordert habt, dann geht wieder auf Sonderfahrzeuge und dann fordert einfach jetzt eure mobile Kommandozentrale an oder Terabyte. Das ist wirklich völlig egal. Und ihr werdet sehen, das Auto steht jetzt auf einmal wieder neben uns. Ihr dürft aber jetzt nicht in das Auto einsteigen, und zwar klaut euch jetzt einfach ein Straßenauto und dann begibt ihr euch zur MOC. Und ja, wenn ihr bei der MOC angekommen seid, dann werdet ihr schon sehen, dass da schon die Kopie steht. Dann steigt ihr einfach nur noch als nächstes in die Kopie ein. Das ist auf jeden Fall jetzt die Kopie von der MOC. Nicht wundern, weil es jetzt eine andere Farbe hat, mein LG. Wie gesagt, fahrt dann einfach wieder zur Firmengarage. So, wenn ihr dann bei der Firmengarage angekommen seid, dann steigt einmal aus dem LG aus dem Retro Custom, und geht dann einfach mal in die Garage rein, wo der LG sich drin befindet. So, seid ihr nun in der Firmengarage angekommen, dann steigt einfach in den LG ein. Und ja, jetzt fahrt ihr einfach zu LS Customs, oder ich habe jetzt in meinem Fall jetzt die Tuning-Werkstatt, nehme ich jetzt, weil ich die in meiner Firmengarage drin habe. Wenn ihr jetzt in LS Customs drin seid oder wie in meinem Fall jetzt in der Tuning-Werkstatt, dann tut einfach irgendwas ändern, so dass es abspeichert, und dann tut einfach die Immobilie verlassen. So, wenn ihr dann wieder draußen seid, dann steigt einfach in euren Retro Custom ein und fahrt dann in eure Garage rein. Wie gesagt, optimal ist es auf jeden Fall, wenn ihr das mit einer Firmengarage macht und dann eine Tuning-Werkstatt drin ist. Das geht dann alles viel schneller. Optional geht es natürlich auch mit jeder anderen Garage, nur dann müsst ihr halt immer zum LS Customs hinfahren. So Leute, ja, und wenn ihr jetzt wieder in der Garage drin seid, dann seht ihr, dass jetzt euer alter Retro Custom wieder drin steht, und hier, wo der LG stand, steht auf jeden Fall jetzt die neue Kopie, mit dem Merch von der MOC. Und ja Leute, jetzt könnt ihr das Fahrzeug auf jeden Fall schon verkaufen,
Wenn ihr das direkt verkaufen wollt, das geht natürlich. Wenn ihr das Fahrzeug nicht direkt verkaufen wollt, ich habe natürlich ganz vergessen, ihr müsst natürlich erst noch auf Sonderfahrzeuge gehen und dann eure MOC natürlich wieder einlagern. Das habe ich ganz vergessen. Dann wird das Fahrzeug einmal despawnen und dann wieder respawnen. So, jetzt ist das Fahrzeug abgespeichert. Jetzt könnt ihr das auch verkaufen. Wenn ihr das nicht verkaufen wollt, dann fahrt einfach einmal in die Tuning-Werkstatt oder einfach einmal zu LS Customs und dann ändert einfach irgendwas an der Panzerung oder so. Dann, ja, so speichert das Auto ab und dann könnt ihr es auch noch in die Garage stellen und irgendwann anders verkaufen. Auf jeden Fall ist das jetzt abgespeichert und das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.